einen wunderschönen guten Tag. Heute in den TV Berlin Studios darf ich Gertraud Meyer empfangen. Hallo, Frau Meyer. Hallo, Frau Crawford. Schön, dass Sie hier sind mit Ihren zwei Büchern, Wenn Gott durch Träume redet und Engel unterwegs. Und darüber wollen wir uns unterhalten, nicht wahr? Ja. Gertraud Meyer, die Autorin, sie erlebt ein Wunder nach dem anderen. Mit ihrem Buch Wenn Gott durch Träume redet, möchte sie die Leser auf die Zeit, die vor uns liegt, vorbereiten. Und bei Engel unterwegs stellt sich die Autorin die Frage, ob Nikolaus ein Engel war oder er nur ein extrem gut aussehender, hilfsbereiter Mann, der einer alleinstehenden Frau in einer Notlage beistand und dann ganz plötzlich verschwand, sich sozusagen in Luft auflöste. Sie sind jetzt in Berlin seit 1977. Ja. Weshalb sind Sie nach Berlin gekommen? Aus Stuttgart? Weil es mir innerlich gezeigt wurde. Von wem? Von oben. Ah. Und ich wollte gar nicht weg. Also Sie sind sehr christlich? Ja, und auch meine Vorfahren sind auch sogar jüdisch. Ja? Ja. Mhm. Und dann sind Sie nach Berlin gekommen. Und ja. Wie fing denn Ihre Karriere an? Was haben Sie denn studiert? Erzählen Sie mal so ein bisschen von Ihrem Leben. Ich war Auslandskorrespondentin in der Wirtschaft und dann habe ich eine theologische Ausbildung gemacht, weil eben ich eine Berufung von Gott bekam, Menschen über Gott und Jesus zu erzählen. Und da musste ich eben das auch theologisch lernen. Wo haben Sie das gemacht? Wo haben in der Lebenzeller Mission, das ist nur ein theologisches Seminar im Schwarzwald. Und wie ging es dann weiter mit in Ihrer dann theologischen? Ich habe im Landeskirchlichen Gemeinschaftsverband gearbeitet, als Jugendreferentin. Und dann kam ich nach Berlin zu dem berühmten Pastor Volkert Spitzer. Mit ihm habe ich einige Jahre zusammengearbeitet. Was haben Sie dann gemacht? Sie haben in der Kirche gepredigt oder Sie haben Seminare gegeben? Was genau haben Sie denn gemacht? Danach, also nachdem ich die Anstellung im Christlichen Zentrum Berlin aufhörte, habe ich überregional gearbeitet. Also ich wurde immer in Gemeinden eingeladen zu Themen wie Heilung und Befreiung, also für Frauen. Okay. Und dann auch über Israel zu informieren. Und ich mache auch sehr viel Seelsorge, also Seminar und Seelsorge an Frauen. Was zum Beispiel jetzt? Was sind so die Themen, die Seelsorge? Heil und frei durch den Glauben. Und Ihre israelische Verbindung, was passiert dort? Also ich hatte auch von Gott den Auftrag, ich soll gerecht über Israel berichten und habe auch schon viele Jahre dort eine Wohnung in Jerusalem und pendle eben, habe vor Corona hin und her, bin ich hin und her gependelt. Und habe dort auch biblische Geschichten aufgenommen und das Leben Jesu da, wo es mal war. Und auch Holocaust-Überlebende und habe auch um Vergebung gebeten, um Heilung ihrer Seele. Wow. Ja, und ja. Okay, ja, das wollte ich gerade erwähnen, weil Sie haben als Deutsch-Israelin in Israel beten Sie um Vergebung. Ja, für die Menschen, die unser Volk verletzt hat. Okay. Also ältere Menschen, die den Holocaust überlebt haben. Und dann sagen sie, Mädchen, du hast noch nicht gelebt damals. Dann sage ich aber, als ich zum Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs kam, an euren Gott, hat er mir diese Schuld gezeigt. Okay. Und ich bitte, dass Gott Vater ihre Seele heilt von den schmerzhaften Erinnerungen, die oft im Alter rauskommen. Wir fangen mit Engel unterwegs an. Ja. Sagen Sie mal nur eine kurze Beschreibung. Ich hatte wirklich Engelerfahrungen. Das heißt, also ich habe ein Auto in Deutschland geschenkt gekriegt für meine Arbeit in Israel und musste mit dem Schiff und ich allein als Frau mit dem Schiff dann eben mal von Venedig nach Patras und dann über Land nach Piräus und dann nochmal mit dem Schiff nach Haifa. Und dann habe ich gebetet, dass Gott mir einen Engel gibt oder einen Mann, der wie ein Engel ist, der mir den Weg zeigt zu meinem Schiff im Hafen von Piräus. Und dann habe ich so einen traumhaft schönen Mann kennengelernt in Venedig, also unter uns Skyline von Venedig.
Und das, da war ein Traum von Mann. So einen schönen Mann habe ich noch nie gesehen. Ja. Und dann habe ich gesagt, den spreche ich nicht an. Und dann hat er mich gefragt, wo ich denn hin wollte. Dann habe ich gesagt, da, ich muss dann noch über Land nach, von Patras nach Piräus. Und ich finde ja mein Schiff im Hafen von Piräus nicht. Helfen Sie mir! Da habe ich gesagt, was machst du denn? Du fragst einen wildfremden Mann, dass er mit dir ins Auto steigt und an der Küste entlang von der West- zur Ostküste fährt. Und ich hatte aber solchen Frieden. Wow. Und dann hat er gesagt, er wartet unten und er war nicht mehr zu sehen auf dem Schiff. Erst am nächsten Morgen hat er gesagt, er wartet. Und da war er plötzlich wieder. Ah. Und dann hat er mich zum Kaffee eingeladen, kurz vor Piräus. Und hat er gesagt, seine Lieblingsfilme sind, wenn Engel Menschen werden. Und dann hat er mir genau erklärt, was im Himmel passiert, wenn Gott einen Engel zu jemandem schickt, der keine menschliche Hilfe hat. Hm. Ich denke, warum erzählt er mir das? Und er hieß Nikolaus. Das auch noch. Und er hat mir den Weg gezeigt. Das ging ganz schnell. Meine Freunde, mit denen ich Jahre vorher gefahren bin, die haben sich 4 Stunden verfahren. Und ich war in kürzester Zeit dort und wollte mich bedanken und wollte, dass ich ihn, ich wollte ihn dann nach Athen fahren, weil ich noch so viele Stunden hatte, bis mein Schiff wegfuhr. Und er stieg aus und ich dachte, jetzt fahre ich ihn noch zurück. Und er war verschwunden. Er war verschwunden. Es war ein Engel. Glauben Sie wohl, viele Menschen begegnen einem Engel, obwohl es ihnen nicht so bewusst ist? Ja. Mhm. Ja? Oft gerade, wenn man total hilflos ist. Ich war ja total hilflos. Ich hatte keinen Menschen, der mir half. Und ich denke, dass dann Gott immer wieder auch manchmal Engel Menschen werden lässt und die dann wirklich helfen. Und dann sind sie wieder weg. Aber ich glaube schon, dass ich auch einem Engel begegnet bin. Ganz bestimmt. Wow, ist das schön. Und dann kommt das Buch, was Sie letztes Jahr veröffentlicht haben, Wenn Gott durch Träume redet. Ja. Was bekommen wir denn da zu lesen? Gott hat mir ganz oft Träume gegeben. Ja. Und dann kam ich genau an die Orte, was ich vorher geträumt habe. Ein Beispiel. Ich ging auch vor Corona jährlich nach Indien, um weißen Kindern zu helfen. Mhm. Und dann kam ich wieder nach Mumbai und dann hat Manoj gesagt, lass uns jemand im Krankenhaus besuchen, den Mangesh, der hat AIDS. Das war als Baby, Mama Prostituierte, Papa ein ganz hoher Hindu, ein sehr kluges Kind. Und die Mama hat es gleich weggegeben, weil der Junge AIDS hatte. Und dann kam er mit 3 oder 4 Jahren in das Waisenhaus, wo er jetzt schon lange Jahre lebt. Jetzt war er 18, hat gerade Abitur gemacht und Gelbsucht brach aus. Und dann sind wir ins Krankenhaus gegangen und wir kamen in das Krankenhaus rein. Wir kamen in das Krankenhaus rein und ich kannte das ganze Krankenhaus vom Traum. Ich kannte den Raum, ich kannte die Betten. Ich kannte den Mangesh mit seiner roten Bibel und er war ganz, ganz gelb im Gesicht und er strahlte so eine Güte aus. Und dann haben wir unter Tränen gebetet, dass Gott ein Wunder tut an ihm und dass das AIDS gestoppt wird und dass er sein Abitur machen kann. Und das ist geschehen. Ja. Er konnte sein Abitur machen. Oh, ist ja schön. Und hat gleich Anstellung bekommen und eine eigene Wohnung. Ja, das ist jetzt ein Beispiel. Ich bin ganz, ganz berührt. Gerührt. Wen wollen Sie mit Ihren Büchern erreichen? Was soll der Leser, was wollen Sie damit bezwecken? Wenn Gott durch Träume redet, da kommen auch einige Kapitel aus der Offenbarung, wo ganz genau beschrieben steht, die Zeit, in der wir jetzt leben. Und zwar zum Beispiel die Siegelgerichte. Und der erste Reiter ist ein Reiter mit einem weißen Pferd mit einer Krone auf. Das sieht ja gar nicht gefährlich aus. Aber Krone heißt Corona. Mhm.
Ja. Und dann habe ich das reingenommen in das Buch, auch den nächsten Reiter. Und wir sind bereits beim dritten Reiter und eben habe gesagt, es könnte sein, dass durch Corona wie ein Tsunami sich aufbäumt, der dann runterbricht in einer weltweiten Wirtschaftskrise. Mhm. Und ich habe einfach das geschrieben, was in der Bibel steht, was jetzt noch alles kommen wird. Aber die Zerstörung der Erde wird nicht das Ende sein, sondern es steht in der Bibel, dass Jesus zurückkommt und dass es dann ein Friedensreich gibt auf der Erde, dass dann überhaupt nichts Böses mehr geschieht. Also gehe ich davon aus, Sie können, Sie hören viele Sachen von Gott. Ja. Aber Sie können auch in die Zukunft schauen. Ich kriege Eindrücke. Hört sich das an? Ja, stimmt. Also wenn ich dann auch für Frauen bete, dann gibt Gott mir Eindrücke und das, dann frage ich und es stimmt genau. Aber das ist eher die Gabe der Prophetie, sagt es die Bibel so. Mhm. Ja. Mhm. Wie beschäftigen Sie sich jetzt momentan auch mit dem Ukraine-Krieg? Also ich bete jeden Tag für die Ukraine. Mhm. Und ich bete auch, dass dieser Krieg aufhört, weil es eigentlich ein Bruderkrieg ist, weil viele Ukrainer sind eben russischstämmig und ich bete auch, dass einfach Verhandlungen geschehen und dass nachgegeben wird und dass eben diese Gebiete, wo viele russische Bürger wohnen, dass das einfach dann abgegeben wird, damit nicht noch mehr Menschen sterben müssen. Also es tut mir sehr leid um die Menschen. Ich bete um Bewahrung für Menschen, die nicht glauben und Menschen, die glauben. Einfach, dass Gott die Leute bewahrt und dass Gott es schenken möge, dass es bald aufhört. Welche Tipps haben Sie denn noch hier von Ihrem Buch, wenn Gott durch Träume redet? Es ist so, dass ich denke, dass auch Menschen Träume haben und dass sie die Träume, manchmal verarbeitet man etwas vom Tag, das ist nicht so wichtig. Aber manchmal gibt es auch Angstträume und die bereiten einen vor, dass vielleicht was Schweres kommt und dass man dann bittet, Gott wendet es ab, dass es nicht geschieht. Mhm. Und dann möchte Gott uns aber auch durch Träume manchmal Dinge zeigen. Ja? Ja. Aber mein Ziel ist, dass Menschen Gott erleben und Jesus Christus, so wie es bei mir war. Also ich habe durch einen Doktor der Theologie zum Glauben an Jesus gefunden, habe Jesus mein Herz geschenkt, bitte ihn und Gott Vater um Vergebung. Und seither spüre ich den Heiligen Geist in mir. Ich spüre diese Liebe. Und ich habe auch seelisch selber leiden müssen. Und Gott hat mein Herz geheilt. Wie sieht denn Ihr Tagesablauf aus? Beten Sie täglich? Ja, ich lese morgens erst in der Bibel. Mhm. Und dann bete ich. Ich bete auch diesen aaronitischen Segen. Also dann bete ich auch teilweise Adonai Eloheinu Melech HaOlam, also allmächtiger Gott, König der ganzen Welt, im Namen von Yeshua HaMashiach Jesus Christus. Und dann bitte ich dich, bitte segne du mich und behüte mich, lass dein Angesicht über mir leuchten. Mhm. Und dieses Gebet spreche ich über viele Menschen aus, sogar für die Regierung Israels, für unsere Regierung, für Menschen, die in Konflikten sind, bete ich das durch. Also es gibt Menschen, die sich mir anvertrauen und da bete ich, gehe ich auf die Knie und bete, dass du Gott sie segnest, ihnen hilft oder auch Heilung schenkt. Ja. Wow, alles so interessant und schön und es beruhigt mich wirklich, wenn ich Ihnen zuhöre. Schön. Und wahrscheinlich tun die Bücher das genauso. Ja, also manche sagen zu mir, wir kennen dich ja persönlich, aber dieses Buch ist so, als würdest du daneben sitzen und Geschichten erzählen. Es ist also sehr leicht und leicht zu lesen und sehr spannend. Dann bedanke ich mich, dass wir die Bücher hier vorstellen konnten und kommen Sie gerne wieder. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön, Frau Gertraud Meyer. Danke. Wir verlosen zwei Bücher von Wenn Gott durch Träume redet
einfach an gewinnspiel@tvb.de schreiben. Und vielleicht seid ihr eine der Lucky Ones. Weitere Infos zu Gertraud Meier gibt es unter www.joytvchannel.com.